Moin Moin Servus und hallo, hier ist wieder euer Flo und heute geht es um die Nachtkerze. Manche von euch kennen sie vielleicht, manche nicht, deswegen erkläre ich die heute mal genauer. Das ist übrigens die Pflanze, die ihr hier vielleicht erkennen könnt. Im Gegensatz zu anderen Pflanzen ist es eine der wenigen Pflanzen oder beziehungsweise die Pflanze, die auch nachts bzw. abends blüht, deswegen auch die Namen Nachtkerze. Andere Namen ist zum Beispiel Süßwurzel oder Nachtstern. Sie gehört zu den sogenannten Dirty Dozen. Das sind die 12 Pflanzen, die man überall auf der Welt findet, die einmal Leben erhalten können. Und hier bei der Nachtkerze sind es besonders die Samen und die Wurzel. Und sie gehört zur Gattung der Nachtkerzengewächse. Da gibt es ein paar Unterarten, aber sie wirken alle so ziemlich gleich. Man findet sie an Böschungen, an trockenen, sonnigen Standorten. Beziehungsweise auch nährstoffreichen Lehmböden bis in etwa 700 Meter. Sie wird bis zu 2 Meter hoch, hat gelbe Blüten, die abends blühen oder auch nachts. Die hat keine Blattrosette aus wollig, filzigen, behaarten Blättern, wie zum Beispiel bei der Königskerze. Nichts behaart, nichts filzig, im Gegensatz zur Nachtkerze. Die sind ja, viele von euch ja wissen, sehr behaart. Fast an allen Blattachseln der am Stängel stehenden Blätter, hier gut zu sehen, befinden sich Blüten oder Kapselfrüchte. Leider hat die keine Blüten mehr, aber man sieht gut die Kapseln. Sind auch viele schon aufgegangen, wie hier unten an den Samen zu sehen. Die Nachtkerze blüht von unten nach oben. Das heißt, wenn unten die Blüten längst verblüht sind, wie hier bei der Pflanze auch, könnte man immer noch oben Blüten finden, genauso wie die Samenkapseln, wie hier noch vorhanden sind. Leider ist keine Blüte mehr dran, aber vielleicht finde ich noch eine und dann kann ich euch die einblenden. Das ist die Kapselfrucht. Und in ihr befinden sich die ganzen Samen. Also hier unschwer erkennen könnt. Die sind noch nicht reif, die werden ein bisschen dunkler, wenn sie reif sind. Verteilen sich dann am ganzen Boden. Sie schmeckt leicht nach Mangold, die Blätter eher weniger intensiv, aber die Kapselfrucht, wenn sie jung ist, wirklich nach Mangold. Die Wurzel, da es nur eine ist, grabe ich euch jetzt nicht aus, aber die schmeckt ungefähr gleich wie die Schwarzwurzel. Und der raue Beigeschmack kann durch Einlegen in Essig oder in Zitronensäure ein bisschen gemildert werden. Und besonders schmackhaft sind die süß-vanilleartigen Blüten. Die essen nämlich auch Schildkröten ganz gerne, wie ein paar Kumpels von mir sehr gut mir gezeigt haben, weil die haben Landschildkröten daheim und da essen sie dauernd. Verwenden könnt ihr die Blätter, die Blüten, die Wurzeln, die Kapselfrüchte, beziehungsweise halt auch natürlich die Samen oder das daraus gewonnene Öl. Ja, die Sammelzeit ist verschieden, da man sehr viele Bestandteile von der Pflanze ernehmen kann. Und die Wurzel ist zum Beispiel ganzjährig, es empfiehlt sich aber, die Wurzel noch auszugraben, bevor die ersten Blüten erscheinen. Dann ist sie nämlich am stärksten vom Stärke und vom Proteingehalt her. Die Blätter könnt ihr von Mai bis Oktober sammeln, die Blüten von April bis Juni, vielleicht auch Juli und vereinzelt sogar noch ein bisschen später. Es kommt halt immer darauf an, wo sie wächst und in welcher Lage, in welcher Höhe und wie viel Sonne sie abbekommen hat. Die Samen vom Juni bis August, da gilt auch, vereinzelt gibt es später auch noch. Nur ist es halt umso schwerer zu finden. Soweit bekannt gibt es keine großen Verwechslungsgefahren mit giftigen Pflanzen. Man könnte es ein kleines bisschen mit der Königskerze verwechseln, aber wie gesagt, die Pflanze, also die Nachtkerze, hat keine wollig, filzig behaarten Blätter, die Nachtkerze schon. Und wenn sie klein sind, ist sie zwar auch ein bisschen rosettenartig angelegt, nur nicht so groß wie die von der Königskerze. Ja, die Blätter oder Blüten sind beruhigend, helfen gegen Husten, Asthma, Rheuma, Gicht, Bluthochdruck, Durchfall und Magen- und Darmprobleme im Generellen. Die Samen helfen bei Ekzemen, Hautproblemen und Arteriosklerose. Und die Wurzel, na, wie bereits gesagt, sehr viel Stärke und Proteine sind, ist sehr stärkend und ist ein guter Energielieferant. Außerhalb von Survival-Situationen verwendet man sie bei Entzündung des Verdauungstraktes bzw. auch bei Rachenraumentzündungen. Und somit kommen wir auch schon zu den Inhaltsstoffen. Die Blätter haben Flavonide, Schleim und Gerbstoffe. Die Wurzel Stärke, Eiweiß und Mineralstoffe. Die Samen haben Gamma-Linolensäure. Das sind halt quasi fette Öle, die ungesättigt sind. Und die Blüten haben Proteine und Zucker. Ja, und da sind wir auch schon bei der Verwendung und der Lagerung der Nachtkerze. Wie bereits gesagt, Schildkröten essen die ja sehr gerne. Und ihr könnt es ja auch immer roh essen, die Blüten. Das macht eigentlich nichts, genauso wie die Hülsenfrüchte. Und die Blätter, ihr müsst halt immer schauen, dass sie jung und frisch sind. Bei den Blättern zumindest. Die Blüten können ein bisschen älter sein, schmeckt halt dann nicht mehr so. Ja. Die Wurzeln sind roh essbar, in Salate oder wie Kartoffeln in Auflaufen gekocht. Oder kocht sie einfach so weich und isst sie dann.
weil dann verliert es ein bisschen von der Härte, weil umso älter die Pflanze ist, umso holziger wird es teilweise auch. In die Blätter könnt ihr, wenn sie jung sind, in feine Streifen schneiden und zu Salaten und Gemüsegerichten dazugeben. Die Schleimstoffe in der Pflanze wirken zusätzlich sogar noch eindickend. Also falls ihr einen wässrigen Auflauf oder sowas habt, dann tut ihr halt ein paar Blätter von der Nachtkerzen dazu. Als Delikatesse gelten die Blütenknospen, das sind die kleinen Grünen, die ich euch vorhin auch gezeigt habe, wo ich auch eins davon gegessen habe. Die könnt ihr in Öl einlegen oder in Essig, je nachdem, und quasi Kapern herstellen oder als Antipasti verwenden. Die Blüten sind dekorativ und die kann man auch kandieren. Alternativ lassen sich auch die Früchte bzw. Blütenknospen wie die Stängel verarbeiten. Ja, und das war es im Großen und Ganzen schon über die Nachtkerze. Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen zu anderen Pflanzen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lässt, weil es hilft einem immer weiter. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut's rein, macht's es gut und viel Spaß draußen, euer Flo.